Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Habgier, das ist rücksichtsloses Streben nach Gewinn um jeden Preis. So nennen das die Juristen. Und vor Gericht macht tatsächlich der Tatbestand der Habgier den Unterschied aus zwischen einer Tötung und einem Mord. Für die Christen ist Habgier eine Todsünde. Und dennoch ist sie allgegenwärtig. Sie gehört zu den Schattenseiten unserer Seele. Aber nicht jeder wird eben gleich zum Dieb, zum Erpresser oder Mörder. Was also ist es, das uns die Grenze zwischen Gut und Böse vergessen lässt? Wie passiert es und warum? Das ist heute unser Thema unter dem Titel Motiv Habgier. Habe ich folgende Gäste. Anke und Patrick Rexin, sie verloren Christin, Tochter und Schwester. Christins Ex-Freund hatte gemeinsam mit seiner Mutter einen Mordkomplott aus Habgier geschmiedet, um Lebensversicherungen in Millionenhöhe zu kassieren. Die Familie wird begleitet von ihrem Anwalt Michael Nitschke. Johannes Erlemann, es war einer der großen deutschen Entführungsfälle. Der Unternehmerssohn wurde als 11-Jähriger gekidnappt und 2 Wochen in einer Holzkiste im Wald angekettet. Bis heute fehlt ein Teil des 3 Millionen D-Mark hohen Lösegeldes. Als Experten sind heute hier Dr. Sigrun Rosmanit, Psychiaterin, auch vor Gericht tätig, und Axel Pütter, Polizeihauptkommissar, ehemals Leiter einer Mordkommission. Und später werden Sie hier noch Yvonne Holthaus erleben. Ihr Vater gab einen Mordkomplott gegen die Mutter in Auftrag. Die Scheidung stand an. Er wollte sich vor den Unterhaltszahlungen drücken. Und Yvonne Holthaus geriet sogar selbst kurzfristig ins Visier der Ermittler. Ja, wenn aus Habgier ein Kapitalverbrechen passiert, dann stehen wir häufig ohne Fassung davor. Das gilt nicht nur für uns, sondern in dem Fall Lübars, im Mordfall Lübars, auch für hartgesottene Kriminalisten. Gerade erst vor kurzem wurden hier die Urteile gesprochen. Frau Rexin, das war das Ende eines sehr, sehr langen Prozesses. Es waren insgesamt 21 Monate vor Gericht, 64 Verhandlungstage, und Sie waren jeden Tag da. Ich sehe, dass Sie um Fassung ringen. Wieso haben Sie sich das angetan? Ich wollte ganz einfach nicht, dass der eine Sekunde lang unbeobachtet ist von uns. Sie wollten, dass er weiß, dass Sie da sind? Nicht eine Sekunde, dass der uns in die Augen gucken muss. Gab es denn eine Reaktion vor Gericht auf Sie beide? Sie waren ja auch häufig da. Man hat Ihr Bild gerade gesehen, Patrick. Nein, eine direkte Reaktion, also eine erwartete Reaktion gab es nicht. Das ist eher, ja, ich habe das mal umschrieben, man kommt sich vor, als ob man um eine Matchbox-Auto verhandelt. So wirkte das, wenn man den Angeklagten oder die Angeklagten angeguckt hat. War das so, ja, teilweise wirklich von der Reaktion her, als ob man um ein Matchbox-Auto verhandelt, das einem geklaut wurde. Was, also halt gefühlskalt, so, oder wie würden Sie das sagen? Oder nicht in dieser Welt? Oder? Ich weiß nicht, ob ich es gefühlskalt oder nicht realitätsnah nennen würde. Also es war wirklich vom Gefühl her, als ob die, was da jetzt eigentlich passiert ist, was sie gemacht haben. Das, so vom Gefühl her war das so, dass da, ja, nicht realisiert wurde, was sie gerade getan haben. Was war Christin für ein Mensch? Wir haben sie auf Pferden gesehen, das war ein großer Traum. Ja, Christin war von Anfang an, von der Vorschule an, in Lübars auf dem Pferdehof. Da muss man dazu sagen, Lübars ist ein Teil von Berlin, der nicht aussieht wie Berlin. Das ist eher ein Dorf am Stadtrand von Berlin. Genau. Ich glaube, alle Pferde der Stadt stehen da, mehr oder weniger. Ja, fast. Fast. Nein, die war also schon ab dem 5. Lebensjahr war die schon im Dorf bei den Pferden. Und das war ihr Lebenstraum. Mhm. Und sonst war sie ein lebensfroher Mensch. Mhm. Die hat alles machen und der zu tun hat und das liebt und Pferdewirtin ist. Das ist natürlich eine große. Auf dem Pferdehof hat sie ihren Lebensgefährten und späteren Mörder kennengelernt. Das war ihr neuer Chef? Das war ihr neuer Chef, ganz genau. Der wollte diesen Hof, wo sie die Lehre gemacht hat, übernehmen, kaufen. Und dann hat sie sich in den verliebt. Und Sie haben ihn auch kennengelernt? Wir haben ihn kennengelernt. Er ist bei uns von April 2011 bis Juni 2012 bei uns ein- und ausgegangen und gehörte mit zur Familie. War das ein sympathischer junger Mann? Passte der zu Christin? Weil sie scheint ja sehr verliebt gewesen zu sein, oder? Er passte zu ihr und er war auch sympathisch. Und Christin war verliebt bis über beide Ohren und bis zum letzten Tag. Mhm.
Die wollten einen Pferdehof kaufen. Herr Nitschke, vielleicht können Sie das sagen als Anwalt. Das war der Wunsch eben dieses jungen Mannes und seiner Mutter. Gab es denn die Mittel dafür? Nein, da waren überhaupt keine liquiden Mittel vorhanden. Sie Aber es gab ja doch schon einen Kaufvertrag, wenn ich das in der Zeitung richtig gelesen das habe. Das ist richtig. Es gab einen Kaufvertrag über 600.000 Euro für einen Pferdehof. Das konnte aber nicht realisiert werden. Das war auch nie die Absicht vorhanden, letztendlich dieses Geld aufzutreiben. Das gab es einfach nicht. Denn nachdem das realisiert wurde, dass man das also nicht bewerkstelligen konnte, wurde dann ein anderer Pferdehof gemietet oder gepachtet zum Preis von monatlich 2.800 Euro. Auch das konnte nicht bezahlt werden. Mhm. Also die hatten gar nichts. Auch wenn in dem Verfahren versucht wurde, Liquidität darzulegen. Aber da war nichts da. Da konnten nicht mal kleinste Rechnungen bezahlt werden. Mhm. Warum? Also ist das so wenig lukrativ, das Geschäft? Wenn man so einen Pferdehof pachtet, kann man nicht zu Geld kommen? Oder konnten Sie nicht mit Geld umgehen? Ich musste ein Startkapital haben. Und da war eben nichts vorhanden. Der Sohn, der Freund von Christine, der verfügte über gar nichts. Der hatte nichts. Und die Mutter, die war Versicherungsangestellte irgendwo. Mhm. Also mit relativ geringem Einkommen. Und nichts gespart. Ja, also von daher war einfach nichts da. Wusste denn Christine, Patrick, dass dieser Hof gekauft werden sollte? Kannte sie die Pläne ihres Ex-Freundes zu der Zeit? Also es war nicht dieser Hof, der gekauft werden sollte. Es war im Gespräch, dass ein Pferdehof angeschafft werden soll. Mhm. Darüber hatte man auch gesprochen. Und ja, man hat da auch mit meiner Schwester darüber gesprochen und natürlich auch mit uns. Ja, aber mehr war es eigentlich bis dahin nicht. Haben Sie das denn dem zugetraut, dass er so einen Pferdehof kauft und betreibt? Machte der den Eindruck, dass er das kann? Na, ich sag mal, er war ein sehr guter Blender. Also es machte schon den Eindruck, dass er, was man sagen muss, er hatte viel Ahnung von Pferden. Mhm. Und man hat auch gemerkt, dass ihm die Arbeit mit Pferden Spaß gemacht hat und dass er auch seine Pferde im Griff hatte. Was, ich sag mal, für jemanden, der nun überhaupt nicht aus der Branche kommt, wie meine Person oder die auch keine Ahnung davon hat, wirkt es tatsächlich so, als wäre der Plan auch durchsetzbar, sage ich mal. Sie sind an der TU und Student und nicht mehr, ich bin an der Beuth-Hochschule bin ich für Mechatronik-Student, ja. Es heißt eben, die Mutter und der Lebensgefährte von Christine hätten Lebensversicherungen abgeschlossen, Risikolebensversicherungen, die ausgezahlt werden im Todesfall auf ihre Tochter, aber zugunsten eben des Ex-Freundes. Wusste ihre Tochter denn davon? Nein. Kann man das machen ohne Wissen? Wie denn? Ja, kann man. Leider kann man das machen. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ganz angefangen, das moderne Internet. Mhm. Kann man heutzutage eine abschließen, ohne jegliche Rückversicherung, Rückfragen. Aber man muss eine Unterschrift doch leisten, als derjenige, auf dessen Namen das dann läuft. Naja, aber das wird ja nicht nachkontrolliert. Also wurden die Unterschriften gefälscht? Es sind jedenfalls nicht Christines Unterschriften, die da unter den Verträgen sind. Mhm. Ja, und über Versicherungsmakler, wir haben es erlebt leider, dass es geht. Man Lebensversicherung abschließen kann, ohne Wissen der Person. 8 Stück, damit es nicht auffällt, wenn man zu einem geht, weil die Summe ist ja erheblich, 2,4 Millionen. Das würde wahrscheinlich dann doch eine Überprüfung irgendwie nach sich ziehen. Naja, es gibt die Sache daran ist, dass es eine gewisse Freigrenze gibt, wo die versicherte Person nicht zum Arzt gehen muss. Das heißt, ich glaube, es ist eine Freigrenze lag um die 300.000, je nach Versicherung, wo keine ärztliche Bescheinigung vorliegen muss über die versicherte Person und wo auch die monatlichen Abzahlungen so gering sind. Ich glaube, wir bewegen uns da im Rahmen von 7 bis 10 Euro, wenn ich da im Monat für eine Versicherung, dass das halt damals so aufgesplittet wurde, damit es leichter ist, dieses Kapital am Ende zusammenzuhaben, ohne halt große Nachweise bringen zu müssen. Also ist jetzt die Situation, die Tochter lebt mit diesem jungen Mann zusammen auf einem Pferdehof, den er gepachtet hat. Was sie nicht weiß, ist, dass eben Lebensversicherungen auf sie laufen, über 2,4 Millionen Euro. Und dann passiert der erste Mordversuch. Was war das? Ja, das war Ostern 2012. Der Ostermontag waren wir zum Essen verabredet. Und meine Familie, meine beiden Söhne, mein Mann und ich, wir saßen schon im Restaurant und haben gewartet. Und dann kam ein Anruf von dem Freund meiner Tochter. Es ist etwas passiert. Er ist mit meiner Tochter unterwegs ins Krankenhaus. Ja, dann sind wir los nach Neuruppin ins Krankenhaus.
wussten aber gar nicht, was passiert ist und wie wir im Krankenhaus ankommen. Dann hat am Empfang mich eine Schwester schon gleich beiseite genommen, dass ich mitkomme, meine Söhne auch. Mhm. Und dann wurden wir in die Intensivstation gebracht. Und ja, da haben wir dann erfahren, dass meine Tochter eine Messerattacke, einen Messerstich in den Rücken bekommen hat von ihrer Schwiegermutter in Spee. Mhm. So, ja. Die hat sie da abgewehrt. Die hat sie abgewehrt. Sie hat tapfer gekämpft, hat die Schwiegermutter niedergerungen und hat in Anführungsstrichen hat die Schwiegermutter in Spee Gott sei Dank zu der damaligen Zeit das einzige Loch im Rücken getroffen, was es gibt. Es sind Gott sei Dank keine Verletzungen, lebensgefährlichen Verletzungen gewesen. Das ist in der Küche passiert, so genau. Steht's in den Akten. Ja. Jetzt verstehe ich eines nicht. Also meine Schwiegermutter in Spee geht mit einem Messer auf mich los, verletzt mich so, dass ich ins Krankenhaus komme. Da muss doch die Frage sein, warum macht die das? Was war die Erklärung, die Christin dafür hatte? Die Frage ist durchaus gegeben und wir haben auch lange danach drüber diskutiert mit meiner Schwester. Und ich sag mal, meine Schwester hat das ganz klipp und klar gesagt, bei mir gibt's nichts zu holen. Ich habe kein Geld. Mhm. Es ist auch, also man merkt auch an dieser Stelle, sie wusste auch nichts von diesen Versicherungen, weil sie stand halt da, eigentlich gäbe es gar keinen Grund dafür, sie umzubringen, weil es würde hinten nichts bei rauskommen. Also, aber wie erklärt man sich das dann in dem Moment? Na, die Erklärung war halt von der Schwiegermutter in Spee selber, war halt die Erklärung, dass sie einen Blackout hatte. Und das hat sie wohl auch so gut gespielt, dass meine Schwester ihr das tatsächlich abgenommen hat. Und auch, ich sag mal, die Polizisten bzw. alle prüfenden Organe danach auch diesem Verdacht erstmal nachgekommen sind. Mhm. Das heißt also, sie rastet aus und in ihrem Ausrasten sticht sie die Schwiegertochter in Spee nieder. Ist denn das verfolgt worden? Nein, das ist ja das Kuriose an der ganzen Sache. Da haben zwei Seiten haben da versagt. Zum einen die brandenburgische Polizei, also ihre Kollegen, ja, und auch die Ärzte. Die hat dort, also insbesondere diese Krankenhausärztin, das war eine Assistenzärztin, die hat dieser Mutter das abgenommen, dass sie einen Blackout gehabt habe. Und gesagt, gut, dann notiere ich das mal so. Also das hat sie nun auch, glaube ich, euch erzählt dann. Mhm. Nicht? So, ja. Und die Polizei hat dann erstmal nicht ermittelt. Also die Polizei, muss man da nicht ermitteln, Herr Pütter? Ja, also wir unterliegen dem Strafverfolgungszwang, gerade auch bei solchen Delikten. Körperverletzung? Ja, gefährliche Körperverletzung, wenn mit einem Messer zugestochen worden ist. Und das ist nochmal eine Kategorie höher. Und da sind wir verpflichtet, entsprechende Ermittlungen durchzuführen. Und es ist ja nicht unsere Aufgabe zu klären, ob die Schuld gegeben ist, wie in diesem Fall, wenn von psychischen Störungen die Rede ist, sondern wir müssen einfach nur versuchen, dieses Ermittlungsverfahren zum Ende zu bringen. Das heißt, wir müssen die belastenden und entlastenden Momente der Tat sehen. Und aber es muss ein Verfahren geben. Das es muss ein Verfahren geben, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wäre das denn noch gekommen, Herr Nitschke? Vermutlich? Es ist ja also es war ja schon ein Problem, diese Akte, diese kleine Akte zum großen Verfahren zu erhalten. Mhm. Das Gericht hat sich da ewig bemüht und die Staatsanwaltschaft auch, um überhaupt diese Akten beiziehen zu können. Die waren da irgendwo verschüttet, die lagen da in irgendeiner Schublade. Ja, vielleicht, weil das eben doch ein Versehen war. Was ich mir vorstellen könnte als junge Frau, dass ich dann doch den Sohn dieser Mutter eigentlich gar nicht mehr richtig begegnen kann. Ich würde ihm nicht mehr vertrauen können. Also sie ist, glaube ich, nicht mehr mit ihm zusammen dann in einem Haus gewesen. Aber sie hat ihn nicht verlassen. Warum nicht? Nein. Also Christine ist dann sofort wieder zu uns gezogen. Wir haben viel diskutiert und viel gesprochen. Aber sie hat ihn geliebt und hat gesagt, jeder Mensch braucht eine zweite Chance. Und leben zusammen nicht mehr und auch treffen erstmal nur an öffentlichen Orten, nicht alleine. Mhm. Aber sie hat ihm immer wieder eine Chance gegeben, hat gesagt, er ist mein Traummann und immer wieder versucht. Mhm. Das heißt also, sie hat die Tat der Mutter eigentlich nicht mit ihm in Zusammenhang gebracht, sondern sie dachte, das ist richtig, das hat sie auch ganz konkret gesagt. Also er selber war es ja nicht und er kann auch nichts für die, ich sag mal in Anführungszeichen, Psyche seiner Mama. Mhm. So, dass sie gesagt hat, naja gut, es war halt meine Schwiegermutter in Spee, die einen
Die einen Knacks hat. Richtig, die einen Knacks hat, ja. Und hat auch gesagt, naja, die möchte ich auch nicht mehr sehen, mit der selber treffe ich mich auch nicht mehr und sonst was. Und hat aber auf der anderen Seite gesagt, naja, es ist halt die Schwiegermutter. Und ich sag mal, kennt man vielleicht, dass man mit der Schwiegermutter nun nicht gerade gut klarkommt. Ja, im Extremfall soll es ja in manchen so sehen, Beziehungen ja. geben, dass ja, und das war halt genau das, was er sagte. Das heißt, die Beziehung ging für sie einfach weiter tatsächlich und sie hat ihm eine Chance gegeben. Es gibt ja. einen zweiten Mordversuch, den haben sie erst im Nachhinein erfahren. Richtig. Da ist jemand gekommen, eine junge Frau. Wenn ja. ich es richtig verstehe, war sie zu dem Zeitpunkt schon die Geliebte des Freundes ihrer Tochter. Es. Ja. Und die hatte unter irgendwelchen Versprechungen versucht, ihre Tochter zu vergiften. Ja, die hat Kauf fingiert. Mhm. Und da meine Tochter ja nicht mehr auf dem Pferdehof lebte, kam dann der Anruf, ob sie ihrem Ex-Freund helfen könnte, das Pferd zu verkaufen. Mhm. Er hat eine Interessentin und die würde sich gerne mit Christine treffen und eben über das Pferd sich unterhalten, mhm. was das für ein Pferd ist und so. Ja, und dann sind dann so ein paar Telefonanrufe zwischen dem Mädel und meiner Tochter gewesen. Und kam es dann zu einer Verabredung nach ein paar Telefonaten. Und im Nachhinein stellte sich fest, dass da eben auch noch mal ein Vergiftungsversuch stattgefunden hat. Der nur deshalb nicht funktioniert hat, weil die junge Frau das ins Glas gekippt hat und man aber eigentlich das ja, Mittel intravenös verteilt. So ist es. Es ist eigentlich ein Gift, was nur intravenös wirkt und getrunken, also oral eingenommen, überhaupt nicht. Das heißt, nur zur Müdigkeit und so. Christine hatte und keine Magenschmerzen. Immer noch arglos, ohne dass sie. Immer noch arglos. Kann sie auch nicht zusammengezählt haben. Immer noch arglos? Nein, absolut überhaupt nicht. Diese junge Frau hatte dann mit dem Mordversuch dann auch etwas zu tun, der dann am Ende funktioniert hat. Ja. Der Pferdekauf war sozusagen das, was im Raum stand. Ja. Und ihre Tochter wurde aus dem Haus gelockt abends. So ist es. Meine Tochter hat abends mit einem alten Grundschulkumpel bei uns dieses Wohnzimmer renoviert, die Decke gestrichen. Und dann kam ein Anruf von der Frau Lischitzke und hat sich dann bei meiner Tochter bedankt. Der Pferdekauf hat geklappt und sie würde sich doch gerne mit meiner Tochter treffen und sich bedanken und ein Glas Sekt trinken. Mhm. Und so wurde meine Tochter den Abend aus dem Hause gelockt. Ja, zu einem Treffpunkt. Aber nicht alleine gegangen? Sie ist zum ersten Mal Gott sei Dank nicht alleine gegangen. Da hat sie eine Freundin mit bei gehabt. Da wurde dann die Flasche Sekt übergeben, also als Dankeschön. Und dann hat man sich wieder getrennt. Mhm. Und meine Tochter war dann wieder zu Hause. Und 10 Minuten später klingelte ihr Handy und dann kam sie zu mir und sagte, Herr Hinz hat angerufen und sie möchte sich noch mal treffen und sie möchte sich bei beiden bedanken und sie fährt da jetzt noch mal hin. Alleine nachts? Alleine nachts, ja. Haben Sie nicht Angst gehabt, nachdem was vorgefallen war und der Messerattacke? Ich habe zu ihr gesagt, das ist auch ein doofer Plan, das war mit einem anderen Wort beschrieben, aber da, wo sie sich treffen wollten, auf dem Parkplatz, das Lokal hätte ich schon geschlossen und sowas. Und da sagte sie, Mama, du brauchst keine Angst haben. Schakka, schakka, habe ich ja den Osterangriff überstanden, das schaffe ich schon. Und außerdem ist ja eben auch das Mädchen dabei, die Frau, die Tanja. Mhm. Und da brauchst du keine Angst haben, mir passiert nichts. Ja, und das war eben die große Falle. Das war das Letzte, was Sie mit Ihrer Tochter gesprochen haben. Sie kamen nachts nicht nach Hause. Nein. Sie haben Ihre Söhne am nächsten Morgen zu dem Parkplatz geschickt. Das heißt, Sie waren am Tatort am nächsten Morgen. Wir waren in der Nähe des Tatortes, muss man das, ja, am Tatort eigentlich, wenn ich das jetzt so im Nachhinein nachvollziehe. Ja. Ja, meine Mutter kam morgens zu uns an, weil meine Mama zur Arbeit musste. Und rief mich und meinen Bruder halt, dass wir doch bitte mal gucken sollen, weil meine Schwester nicht nach Hause gekommen ist. Und mein Bruder und ich machten uns dann halt auf den Weg zu diesem Parkplatz, haben dann auch das Auto meiner Schwester gefunden, was merkwürdigerweise halt nicht abgeschlossen war. Und problematischerweise haben wir auch, ich muss dazu sagen, ich beschäftige mich mit Autos sehr gerne, sehr viel und habe dann halt auch gesehen, dass in dem Auto meiner Schwester eine riesen Beule drin ist, die vorher nicht war. Und ich sag mal so auf Torsohöhe. Mhm. Was für mich sehr merkwürdig war, weil ja, ich konnte es mir nicht erklären, wie die da hinkamen. Und jetzt muss man dazu sagen, meine Schwester wurde ja in so einem, in Anführungszeichen, Waldgebiet abgelegt. Mhm.
Und ich bin dann glücklicherweise 10 Meter in die falsche Richtung gerannt, um sie zu suchen. Bis ich dann halt gesehen habe, dass Feuerwehr und Polizei da sind oder vorfahren auf dem Parkplatz. Und ja, da wurde es dann, da fing man an zu realisieren, dass jetzt irgendwas passiert sein muss, was man irgendwie nicht... Was nicht das ist, was man erwartet in diesem Moment. Ja, man wollte es nicht erwarten, sagen wir es mal so. Damit man überhaupt nicht rechnet, absolut nicht. Herr Nischke, die Christin Rexin wurde erdrosselt. Ja. Aber eben nicht von ihrem Lebensgefährten, sondern von jemand anderem. Ja. Können Sie das zusammenfassen? Ja, der Freund, oder, also von dem wir die ganze Zeit reden, hat ja diese heimliche Geliebte und hat die ja auch diesen Giftmordanschlag mit dem Kaliumchlorid da versucht hat und hatte die gebeten, doch einen zu besorgen, der bereit wäre, für einen gewissen Obolus die Christine zu erdrosseln. Und sie hat dann daraufhin ihren Bruder gefragt. Sagt, der Knasterfahrung hatte, glaube ich. Der hatte Knasterfahrung, ja, sagt, kennst du vielleicht jemanden? Sagt er, ich kenne da jemanden. Da wurde, muss ich vorstellen, da wurde sich über den Preis verständigt, 1000 Euro, ja, 500 für den, der die Tat vollbringen sollte und 500 für den Bruder, sozusagen für den Anstifter. Mhm. Dieses Geld wurde bezahlt von dem Mädchen. Mhm. Die hob das von ihrem Konto ab. Man traf sich dann in Dortmund, um mit einem gemieteten Auto dann nach Berlin zu fahren. Das Mädchen fuhr dann gemeinsam mit dem vermeintlichen Mörder dann dorthin. Der Bruder blieb in Dortmund, hat schon seinen Obolus erhalten, die 500 Euro. Der mitfuhr, hatte gesagt, ich nehme das Geld erst, wenn ich meinen Job verrichtet habe. War equipped, also ausgerüstet mit einer Sturmhaube. Mit einem Seil. Und saß auf dem Beifahrersitz. Und so fuhr man dann gemeinsam nach Berlin. Während dieser Fahrt aber bestand laufend Kontakt zwischen dem Mädel, also der Fahrerin, und dem Freund über SMS. Mhm. Unter anderem wurde eine SMS verschickt von dem Freund an das Mädchen. Ein dritter Fehlschlag darf nicht passieren. Diesmal muss es klappen. Ist Ihnen als Anwalt so etwas schon mal vorgekommen? Ich mache das ja nun schon auch sehr lange und bin ja eigentlich Strafverteidiger und nicht also Nebenklägervertreter und habe also doch schon auch schon sehr üble Fälle gehabt. Wobei, von der Emotion her habe ich sowas auch noch nicht erlebt. Also wie ich mich selber damit befasst habe, also denn auch die Distanz natürlich auch zu meinen Mandanten, denn da war ganz anders, da war keine mehr nachher nicht. Es ist relativ schnell der Verdacht auf den Freund von Christine gefallen. Ja. Welche Indizien hatte man, welche Verdachtsmomente? Also das hat man ja sicher erst das Handy vorher, später dann gesehen. Nee, man kann ja, heutzutage ist ja ganz einfach, wenn also ein Handy in Betrieb ist, kann ich das über eine Funkzellenabfrage, kriege ich das sofort raus, wer zu welchem Zeitpunkt exakt am Tatort war. Und dann war man, und dann, hat man damit war dann, und er hatte ja auch noch die Nacht zuvor bei Christine übernachtet. Wann hat man diese Versicherungen entdeckt? Die Mutter rief 4 oder 5 Tage nach dem Tod von Christine bei der Versicherung an und reklamierte schon mal die Auszahlung der Versicherungssummen. Bei noch perfider ist allerdings, sie hat einen Tag nach dem Tod beim Standesamt sich gemeldet und wollte eine Sterbeurkunde für Christine haben. Mhm. Und zwar datiert auf den 20., weil das sollte nämlich am 20. eigentlich passieren. Dadurch, dass aber die Christine noch mal nach Hause gefahren ist. Das ist nach Mitternacht gewesen. Und dann eben erst eine halbe Stunde nach Mitternacht zurückkam, war es der 21. Haben die Täter gestanden? Nein. Die Einzige, die gestanden hat, ist also das Mädchen. Und der ist letztlich auch zu verdanken, dass überhaupt der zweite Fall noch mal bekannt wurde. Der war ja gar nicht bekannt. Der zweite Mordversuch. Und dass der vermeintlich wahre Täter auch gefasst werden konnte. Haben die denn dann vor Gericht gesagt, dass sie damit was zu tun haben? Oder haben sie gesagt, ich war es überhaupt nicht gewesen? Der Sohn, also die Mutter hat gesagt, sie hat überhaupt nichts damit zu tun. Der Freund von Christine die meiste Zeit geschwiegen, hat er nachher so erzählt, er sei zwar, hätte damit so ein bisschen mal drüber nachgedacht, aber also er ist natürlich kein Mörder, er hätte auch da keinen beauftragt. Der es gewesen sein soll, der auch deshalb verurteilt worden ist, der sagt, nein, der andere war es. Und der Bruder, der den Anstifter, der angestiftet hat, sagt, na, ich habe gedacht, da soll ein Raubüberfall passieren, ein Versicherungsbetrug. Frau Rossmannet, der Richterspruch, der eben in diesem Fall die Höchststrafe lebenslänglich mit besonders Schwere der Schuld verhängt hat, wird eben von dem Richter so kommentiert,
ein paar normale, durchschnittliche, unscheinbare Menschen zusammen, um eine solche verwerfliche Tat zu begehen. Wie ist das zu erklären? Wie ist das zu erklären, dass man eine solche Unbeirrbarkeit hat, drei Versuche macht, aber vorher offensichtlich ohne irgendwelche Vorstrafen oder kriminelle Energien durchs Leben gegangen ist? Also jedenfalls nicht so kriminelle. Also es ist fast charakteristisch, dass jemand, der Gier hat und Macht sucht, ein Mittel findet, um das sich zu verschaffen, was er wirklich haben möchte und haben muss. Und da ist dann kein Beweggrund zu minder. Mhm. Es ist meistens bei derartigen Verbrechen so, dass man meint, man müsste den, der das tut, schon im Vorhinein erkannt haben. Nein, die Menschen sind nicht gezeichnet. Das Böse, die Destruktivität ist nur die Kehrseite. Und es gibt kein Unrechtsbewusstsein dabei? Weil man weiß doch, dass man einen Menschen am Ende töten möchte. Also die Schwiegermutter in Spe ist mit einem Messer auf die junge Frau losgegangen. Also bei Menschen, die derartiges vorhaben, gibt es ein Unrechtsbewusstsein kaum. Bei Auftragstätern schon gar nicht. Die haben sich die Hände nicht schmutzig gemacht. Mhm. Und übernehmen überhaupt keine Verantwortung. Selbst nach Verurteilung, wenn Sie mit ihnen sprechen, geben Sie an, Sie waren es nicht. Das ist oft ein Indizienprozess. Und die Auftragstäter, es gibt ja unterschiedliche natürlich, nicht? Mhm. Auftragstäter können ja auch Profikiller sein, die haben eine andere Struktur wieder als Auftragstäter, die einen Mord in Auftrag geben und einen schwachen, abhängigen oder einfach strukturierten Menschen finden, dem sie etwas anbieten, was denen irgendeiner Weise aufwertet, mehr Macht gibt, Selbstbewusstsein gibt. 500 Euro? 500 Euro, das Geld zählt hier nicht. Das kann auch eine Abhängigkeit sein. Die Frage ist, inwieweit war diese Tanja schon einmal abhängig von diesem jungen Mann? Diese junge Frau, ja? Die sich in ihn offensichtlich auch verliebt hatte. Ja? Und dann eben inwieweit ist die eigentlich nur instrumentalisiert, funktionalisiert worden, etwas zu tun, in Liebe zu? Es ist ein parasitäres Ausbeuten eines Täters. Wir nennen es narzisstisch bösartiger Narzissmus. Es geht hier um Macht. Es geht hier um eine Grenzüberschreitung und es geht um das Ausbeuten des anderen für sich selbst. Aus Habgier? Denn das aus ist ja, Habgier. Das ist ja ein Tatbestand, Herr Pütter, der eben die Tötung zum Mord macht. In diesem Falle eben hat der Richter auch noch dazu gesagt, es ist eine abscheuliche Tat auf sittlich niedrigster Stufe. Wie häufig ist Habgier eigentlich ein Motiv in den Fällen, die Sie behandeln? Ja, also es ist in den vergangenen Jahren immer wieder ein Motiv gewesen. Man kann das jetzt zahlenmäßig erfassen. Ich denke mal, in meiner Praxis waren es vielleicht 3, 4 Fälle über 20 Jahre. Aber es gibt sicherlich da entsprechende Statistiken, die mehr darüber aussagen können. Also ist das, also beim Mord hieß es immer, das ist eine Beziehungstat in größter Zahl der Fälle. Ja. Wie verhält sich es dann hier? Ich denke mal, dass das der Wunsch des Täters, vielleicht ein finanziell sorgenfreies Leben zu führen, hiermit ausschlaggebend sein wird. Auf legalem Wege gelingt es dann nicht und dann versucht das dann auf illegale Art und Weise. Das Problem, dass Menschen, die aus Habgier morden, eine gewisse Hemmschwelle überwinden müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Das kann ein Normalbürger, glaube ich, überhaupt nicht tun und auch nicht nachempfinden, dass man sowas überhaupt machen kann. Aber ein Mensch, der nur dieses eine Ziel verfolgt, ich glaube, der ist da eher geneigt, diese Hemmschwelle zu überwinden. Und das ist ja schon eine abscheuliche Tat. Das heißt also, das blendet den Verstand irgendwie aus. So wie der Richter sagt, normale, durchschnittliche, unscheinbare Menschen, nicht besonders böse, nicht besonders krank. Ich wollte gerade sagen, ich meine, im Nachhinein von solchen Taten hört man immer zwei Versionen über diesen Menschen. Die einen sagen, ich habe es gewusst, der hat schon immer so reingeschaut. Die anderen sagen, nein, er war der liebenswerteste Mensch. Also das kann man eigentlich überhaupt nicht so sagen. Aber die Tat ist natürlich, wenn sie so abgelaufen ist, ganz perfide geplant. Und je komplexer der Tatplan, umso pathologischer auch die Persönlichkeit und umso böser auch die Tat. Ich meine, hat ja einen ganz hohen Planungsgrad, nicht? Offensichtlich von zwei Menschen, eben einer Mutter und dem Sohn. Ja, da ist die Frage, wer ist hier federführend, nicht? Mhm. Wer funktionalisiert hier mehr den anderen? Es gibt eine Revision, Sie sind, glaube ich, aber also bei 4 Täter von 5 haben Revision eingelegt. Ja. Darüber wird aber erst entschieden in einem Jahr, ob das angenommen wird. Ich glaube, Sie sind optimistisch, dass das nicht der Fall sein wird. Der Richter, Frau Rexin, hat gesagt, das Urteil, eben die Höchststrafe, soll helfen, in ein normales Leben zurückzukehren. Geht das? Nein. Hat es denn ein bisschen geholfen dazu? Ja,
Es hat schon geholfen, um in die Richtung geschubst zu werden. Mhm. Mein Sohn hat das versucht am Anfang zu erklären. Am Anfang des Prozesses, man hatte das Gefühl, die verhandeln über ein Ding. Mhm. Die vergessen, dass da ein Mensch ist, ein Mensch war. Natürlich, wir haben ja diese Beziehung zu den Menschen. Ich sag mal, die Kammer oder so, die hat ja keine Beziehung zu den Menschen. Natürlich muss die neutral und über eine Sache richten. Und so ein Urteil dann eben doch am Ende zu sehen, dass das eben doch nicht immer so war, dass das doch bewusst war, dass da über einen Menschen verhandelt wird, doch, das hat geholfen. Mhm. Es hat geholfen, in die Richtung, ein Schubs in die Richtung hin. Und wir wollen eben an Christin eben in diesem Moment dann auch denken, dass es eben sie war und nicht eine Sache, sondern dass es ein Mensch war, ihre Tochter. Ja. Danke für den Moment. Die Frage ist tatsächlich, inwieweit eine Strafe im Zusammenhang mit einer solchen Tat dann steht. Ich habe einen nächsten Gast zu begrüßen, der sagt, er hat eigentlich lebenslang bekommen, weil er war das Kind, das entführt worden ist. Die Täter sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Wie kann man damit weiterleben, ist die Frage, die Johannes Erlemann sich vielleicht einige Male gestellt hat. Johannes Erlemann, gerade hat Frau Rixin gefragt, können Sie sich das eigentlich noch angucken? Sie als Elfjähriger da in dieser Situation? Ich kann mir das anschauen. Das ist eine Sache, die hört nie auf. Letztendlich kommt es mir vor, wenn ich das sehe, als wäre das letzte Woche, vorletzte Woche. Das ist eine Sache, die wird immer präsent sein. Mhm. Mich hat das sehr erstaunt, das zu sehen, weil da ein Elfjähriger ist, der mit einem, ja, wie soll ich sagen, mit einer unglaublichen Stärke da steht und auch fast sehr gefasst wirkt. Waren Sie das? Ganz ehrlich, die Dinge, die passiert sind, die relevant waren, die sind danach erst gekommen. Mhm. Das war in einer ersten Euphorie, überhaupt erst mal nach Hause zu kommen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb mal, ich wirkte eher, als käme ich gerade vom Tenniscamp. Aber dass ich einen weißen Bademantel anhatte, das hatte alles seine Gründe, weil da gab es eine unsägliche Polizeiuntersuchung, die da vorangegangen war. Und das hatte gerade alles so ein bisschen so sein Ende gefunden und ich war halt das erste Mal einen Moment lang erleichtert. Ich habe, also wenn ich das richtig verstanden habe, Sie sind irgendwie rausgekommen, Sie sind auf das Haus zugelaufen, es gingen Lichter an. Ja, es ging überall, ich dachte, es wäre gar nicht mehr, niemand mehr im Haus. Das ganze Haus war stockfinster und ich wollte diese Sache, man hat mit 11 noch ein bisschen das Gefühl, ob man nicht vielleicht selber irgendwie eine Schuld an den ganzen Vorfällen trägt, die Sache selbst auch zu Ende bringen. Und so kam ich halt mit dem Taxi nach Hause, lief diesen Weg da entlang. Der Taxifahrer, den habe ich dann weitergeschickt. Der ist direkt 200 Meter später verhaftet worden, der arme Kerl. Und bin dann auf dieses Haus zugelaufen und da war niemand. Und dann ging plötzlich überall Lichter an und plötzlich waren 40, 50 Leute um mich herum, die alle nur geschrien haben, gesagt haben, niemand fasst den Jungen an. Und meine Mutter kam von oben heruntergelaufen. Sie wurde auch nur festgehalten in einem Treppenhaus. Und dann kamen direkt Menschen, die mich erst mal splitternackt ausgezogen Warum? Haben. Warum? Gottes Namen. Da wollte Spurensicherung. Und dann guckten aber alle und so kam es halt, dass ich den weißen Bademantel anhatte. Also irgendjemand hat sich erbarmt und ihn dann... Ja, ja, irgendjemand hat sich erbarmt, um mich auch ein bisschen beiseite zu schaffen, dass ich da woanders war. Und dann verging noch einige Zeit, bis ich dann halt das erste Mal in diese Situation dieses kurzen Interviews kam mit Herrn Dittendorf damals. Mhm. Und, man hört die Stimme und ja. Kennt sie sofort, ja. Spuren, die geblieben sind, äußere, innere Spuren. Sie haben mal gesagt, Sie haben mit 11 Ihre Kindheit letztlich beendet in dieser Kiste. Am 6. März 1981 habe ich die Kindheit in dieser Kiste begraben und die kam auch nicht mehr zurück. Ich habe das nicht freiwillig getan, aber es war auch nicht mehr zurückzuholen, weil das Leben danach, das war, hatte nichts mehr mit dem zu tun, was vorher war. Das waren äußere Spuren. Ich war angekettet an Handschellen. Ich habe jetzt hier noch immer meine Narben an den Handfesseln. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das Kleinste. Ich habe neulich mal ein Interview gesehen mit dem Richard Oetker. Der in einer kleinen Kiste eingesperrt war, als Riesenmensch letztendlich Stromschläge bekommen hat. Ich meine, wie er mit sich und seiner Behinderung dadurch hervorgehend umgeht, finde ich absolut bemerkenswert. Die Narben, die sind aber definitiv auf der Seele. Das ist eine Sache, die tatsächlich die Spuren hinterlässt über die Zeit, nicht hier sowas. Sie wirken trotzdem sehr gefasst, finde ich. Und sehr reflektiert, als ob Sie sehr lange eben darüber nachgedacht hätten und Sie einen Weg gefunden haben, damit fertig zu werden. Ja, das war das Schwierigste eigentlich. Ich meine, ich will es nicht vergleichen. Die Entführung, die war wirklich von ganz eigener Brisanz. Aber die Zeit danach, die war ein derartiger Höllenritt über Jahre.
dass ich für mich irgendwo erst mal aus dem Gefühl heraus erkennen musste, kein Opfer zu sein. Das war für mich auch immer so ein bisschen diese Situation, auch jetzt hier heute, man ist ein Entführungsopfer. Ich seh mich nicht als Opfer. Ich habe immer sehr darum bemüht, mein Leben zu leben und das auch davon mir fernzuhalten, weil ich will nicht irgendwie ein Opfer, das ist ein bemitleidenswerter Mensch, der irgendeine Schublade ist, in der ich nie sein wollte. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Und deswegen ist der Kampf daraus zu kommen viel, viel schwerer. Und das hat wirklich Jahre gedauert. Jahre, dass ich erstmal dann auch ins Internat musste. Und dann bin ich für 10 Jahre nach München, eine andere Stadt und brauchte ein anderes Umfeld. Sodass ich mich erstmal die Distanz zu dem ganzen Thema brauchte. Und das hat mich letztendlich auch dazu gebracht, heute wesentlich reflektierender damit umgehen zu können. Die Kiste, die wir in dem Film gesehen haben, das ist aber nicht die Kiste gewesen, in der Sie waren. Sondern das war die Kiste, in die das Lösegeld gesteckt wurde. Meine Mutter nachts via Schnitzeljagd. Das ging dann da los. Erstmal war es eine gescheiterte Geldübergabe. Und dann ging es beim zweiten Versuch, ging es dann los und endete dann an dieser Kiste. Die so abgedeckt war, dass man nicht sehen konnte, dass sie gar keinen Boden hatte. Sie hatte einen Deckel, da sollte sie das Geld also reintun, das hat sie dann gemacht. Sie blieb von der Polizei beschattet, was sie eigentlich nicht wollte, aber es war nun doch so. Und ich sollte danach am nächsten Morgen nach Hause kommen, aber das Problem war, das Geld war abgegeben. Ich kam nicht nach Hause und es kam auch niemand zu der Kiste. Das ist so ein Fall, wo man sagt, okay, die Polizei hatte die Kiste nicht aus den Augen gelassen. Was ist jetzt? Die haben Angst bekommen. Jetzt ist doch was passiert. Kind ist tot. Keiner holt das Geld. Die sind über alle Berge. Und dann hat die Polizei erst den ganzen Tag noch gewartet. Dann hat sie die ganze Nacht noch darauf gewartet. Und erst am darauffolgenden Tag hat sich dann jemand erbarmt und ist dann zu dieser Kiste hingegangen, den Deckel aufgemacht und festgestellt, da ist gar kein Geld mehr drin, weil die Kiste stand auf dem Kanaldeckel. Und die haben das mit dem Kanaldeckel, diese Geldtaschen, dann da runtergelassen, durch den Kanaldeckel. Und sind dann mit dem Schlauchboot kilometerweit, 4 oder 5 Kilometer weit unter Köln entlang gerudert. Das ist damals später noch ein paar Mal kopiert worden. Das von Dagobert unter anderem, der das immer gesagt hat. Die Kiste, in der Sie waren, wie groß war die? Das ist eine andere Kiste. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu der Kiste hier mit dem Geld habe ich natürlich eine gewisse Distanz. Die Kiste, in der ich war, das war jetzt eine Sache, das war für mich ein... Das war wie eine sargähnliche Situation. Und ich meine, ich war 16 Tage vergraben unter der Erde. Und ich wusste nicht, wann Tag und wann Nacht ist. Das war völlige Dunkelheit. Es war kalt? Es war März. Und ich war angekettet und war in einer Situation, in der die Zeit halt nicht endet. Ne? Und die halt auch von sehr unterschiedlichen Gefühlssituationen geprägt ist. Als das passierte, als das losging, ich meine, da will ich jetzt mal... Ohne das sarkastisch zu meinen, da hatte ich nur Todesangst. Und hat sie vom Fahrrad gegriffen? Vom Fahrrad gerissen, dann hatte ich Todesangst. Da dachte ich, ich sterbe jetzt. Und hatte auch diese ganzen Klischees, die haben mich dann auch dahin begleitet. Und das war auch wirklich nicht einfach. Also man hat sie vom Fahrrad gerissen, auf dem Weg nach Hause, und in ein Auto verfrachtet? Ja, durch den Wald gezerrt, erst mal den ganzen Kopf zugetaped und dann in ein Auto verfrachtet. Das war dann tatsächlich so eine Umzugskiste, zusammengeklappt in diesen Karton rein. Und dann Ewigkeiten durch die Gegend gefahren. Und ich sag mal, da hatte ich die ersten Gedanken schon gefasst. Also da hatte ich dann halt nur Angst. Und sie hat mich dann auch noch die nächsten Tage halt begleitet, weil diese Fahrt ging halt da irgendwann dann halt zu diesem Wald und dann wurde ich da durch die Gegend getragen in dieser Kiste und aus dieser Kiste muss ich dann in diesen Verschlag da unter der Erde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Bemerkenswerte für mich war eigentlich die Situation, dass ich über die Zeit dort letztendlich Angst verloren habe. Das ist ja ein Prozess. Sie sagen, 16 Tage waren Sie in dieser Kiste. Sie verlieren das Verhältnis, was ist Tag und Nacht. Sie kriegen aber zu essen. Jedenfalls haben Sie das den Reportern erzählt. Es gab Tee, heißt, irgendwie gab es jemand, haben Sie die gesehen? Es gab jemand, der brachte mir einmal am Tag schweigend Tee und Brot. So, und dann ging wird so eine Klappe auf. Und dann ging die Klappe wieder zu. Und nach einer Woche des Schweigens, weil ich ja da auch noch von Angst umgeben war, habe ich aus einer Situation heraus den plötzlich völlig angeschrien und habe gesagt, ihr müsst was mit mir machen. Es war aber wirklich reiner Selbstschutz, sonst wäre ich wirklich in diesem Karton auch verreckt. Das war nicht zu ertragen. Ich habe ihn angeschrien und gesagt, ihr müsst was mit mir machen, das geht so nicht weiter. Und dann ging nur wieder dieser Deckel runter und dann dachte ich, oh Gott, was hast du jetzt gemacht? Das war jetzt ein echt großer Fehler. Das war ja nur so ein Reflex. Es war auch einen Tag lang Stille. Und dann ging dann einen Tag lang aber so eine ganze Luke auf. Und dann kam jemand rein, der das erste Mal mit mir gesprochen hat. Und der sagte, wir spielen jetzt Karten.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das Stockholm-Syndrom war. Das hat sich eine Beziehung aufgebaut, ja. Aber ich habe nicht danach gesucht, sondern ich habe nach einem Momentum gesucht, der mir irgendwo diese Zeit erträglich gemacht hat. Ich wollte nicht Freund werden. Der wollte Freund vielleicht mit mir werden, aber nicht mit ihm. Sie haben gesagt, das war überlebenswichtig, das war Kontakt zu bekommen. Ich werde sonst echt verreckt. Das kann man sich nicht vorstellen, ja, was das für ein Märtyrum ist, in so einer Kiste zu sein. Dann kam er also mit den Spielkarten. Ich habe angefangen, mit ihm zu pokern. Und dadurch gab es eine Situation, dass er einmal am Tag kam und mit mir gesprochen hat. Und das war auch okay. Bis zu dem Moment, als er mal seine Maske nicht aufhatte und das auch ein bisschen unglücklich war. Und das hat aber zu einer Situation geführt, die für mich sehr unklar war, zwischen dem Gefühl, irgendwie, ich schaffe das Ganze hier. Und das Ganze hat definitiv kein Ende. Sie haben gesagt, Sie haben diese Angst verloren. Wie das denn? Also der Todesangst oder Angststarre und dann sagen Sie, Sie haben keine Angst mehr gehabt? Weil ich zunächst einmal die Zusagen wurden nicht eingehalten. Die erste Geldübergabe ist gescheitert. Das wussten Sie, das haben Sie mitbekommen. Ja, ich habe das, weil ich musste wieder neue Tonbände besprechen und ich musste die Headlines aus den Zeitungen vorlesen. Und dann bin ich dort halt immer im Zwiespalt gewesen, geht es jetzt weiter oder nicht? Und es wurden halt Versprechungen gemacht und dann gab es halt auch unglückliche Aufeinandertreffungen, als man die Maske nicht aufhatte. Und das waren so Momente, die irgendwo dazu geführt haben, dass die Zeit ja trotzdem dort stehen blieb. Und für mich an einem Punkt irgendwann ankam, wo mir völlig egal war, was als nächstes passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist irgendwo die Quintessenz des ganzen Themas, für mich auch, die mich auch bis heute nicht in Ruhe lässt, ist, dass es mir wirklich egal war. Die hätten machen können, was sie wollen mit mir. Ich war auch mit einem einverstanden. Und das ist der Punkt, wo ich auch keine Angst mehr hatte. Die hätten alles machen können. Hauptsache, ich komme aus dieser Situation heraus. Ich hatte auch keine Angst, als sie mich rausgeholt haben. Die hätten mich in den Fluss schmeißen können. Die hätten mich auch bei meiner Mutter vor die Tür stellen können. Das war mir egal. Das ist wahrscheinlich das, was man an diesem Jungen sieht, der da in diesem weißen Bademantel steht. Das ist jemand, der etwas überlebt hat und dadurch ich weiß nicht. Es hat mich bis heute letztendlich auch begleitet. Es ist so, dass ich schwer aus der Ruhe zu bringen bin und gleichzeitig natürlich auch mein Umfeld damit wahnsinnig machen kann. Mhm. Aber es ist eine Sache, wo ich ganz ehrlich sage, wenn man das erstmal hinter sich hat, wenn man ein 11-jähriges Kind dazu drangsaliert, überhaupt so eine Situation erleben zu müssen, dann ist danach alles, was danach kommt, relativ, ohne das jetzt böse zu meinen. Ich habe riesen Respekt vor Ihrer Geschichte, die mich sehr betroffen gemacht hat gerade eben. Ganz im Ernst, das ist für mich, ich muss das gerade mal erwähnen, weil das ist, da fühle ich mich, ich schäme mich manchmal fast allein für die Aufruhr meiner Historie, wenn ich sowas höre, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben sie weil der, ich meine, ich lebe. Trotzdem. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ja. Aber trotzdem, Sie müssen damit leben. Ja, ja, gut, aber trotzdem. Es ist bei Ihnen aber eher so eine endgültige Geschichte. Habgier war das Motiv dieser Täter. Ja. Ja. Die haben sich genannt, der Verein Armer Teufel. Hatten die denn existenzielle Not, diesen geforderten 8 Millionen D-Mark, den dann gezahlten 3 Millionen D-Mark überbrücken konnten? 3 Millionen von den 8 bekommen. Die hatten Schulden von 22.000 D-Mark, was sie mit den restlichen 2,9 Millionen D-Mark vorhatten, weiß ich nicht. Sie sind alle wieder freimpfig. Ich möchte gerne zitieren einen dieser Täter, die sind verurteilt worden. Sie haben ihre Strafe abgesessen. Einer hat sich zu Wort gemeldet an eine Zeitung. Kurzes Zitat daraus. "2013 meldete sich einer der Entführer von Johannes Erlemann in einer E-Mail an den Kölner Stadtanzeiger. Es gibt für dieses Verbrechen keine Entschuldigung. Es tut mir leid, dass Johannes Erlemann bis heute unter den furchtbaren Ereignissen zu leiden hat. Seine Strafe aber, so der Entführer, sei verbüßt. Er habe seinen Anteil des Lösegeldes längst zurückgegeben. Durch weitere öffentliche Forderungen fühle er sich nach 3 Jahrzehnten zum zweiten Mal verurteilt." Das ging jetzt zwischen den Rexins und Herrn Erlemann hin und her. Sie haben gesagt, Sie kochen, wenn Sie sowas lesen. Wie geht es Ihnen damit? Sie haben das ja schon gelesen, es war ja vor 2 Jahren. Ja, ich kann das teilnahmslos zur Kenntnis nehmen, weil sich bei mir niemand gemeldet hat. Mhm. Also ich meine, ich wüsste auch letztendlich nicht, wie ich damit umgehen würde. Weil ich habe das ja eben auch kurz schon mal erwähnt. Ich meine, jeder hat ein Recht auf Rehabilitation. Mhm. Ich kann allerdings nicht darüber urteilen, ob dieser Mensch oder diese Menschen dieses Recht besitzen. Mhm. Das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen.
Der Umgang im Nachhinein letztendlich mit dieser relativ großen Summe des Lösegeldes, das nicht zurückgekommen ist. 600.000 fehlen, glaube ich. Fehlen. Also umgerechnet jetzt in Euro, 600.000 Euro fehlen. In Verbindung mit einem Täter, der ein funktionierendes Unternehmen hat. Das ist dieser hier? Das weiß ich nicht. Ich meine, ich bin jetzt nicht da hinterher, aber ich weiß nicht, was so eine Entschuldigung dann soll. Wissen Sie, was ich meine? Ist das, eigentlich macht das Motiv einen Unterschied, wenn einem sowas widerfährt? Nein. Habgier? Ist das, macht das die Sache schwerer, zu wissen, dass jemand aus reiner Gier nach Geld da müsste man das Habgier, das müsste man Habgier differenzieren. Der eine macht das, weil er Schulden hat, der andere sagt, weil ich möchte noch ein tolleres Auto haben oder das, was, wie meine Freunde so sein. Das finde ich alles, das ist alles nicht entschuldbar, weil solche Motive, Sie hatten das, glaube ich, auch gesagt, dass letztendlich in jedem das Böse steckt. Das weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben kann, weil ich glaube, das ist eine Sache, ob man eher so ein bisschen in seine Mitte ruht oder halt derartig aus dem Bogen geraten ist, dass man halt immer nur nach dem nächstbesseren schaut. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es das Ziel ist eines Menschen, das wird sich ja jeder hier den Kopf einschlagen, immer das nächstbessere haben zu wollen. Das glaube ich auch nicht. Wie haben Sie das gemeint? Ich habe gemeint, dass das Destruktive einfach die Kehrseite der Kreativität auch sein kann. Mhm. Das heißt, es ist ja unterschiedlich, wie wir etwas ausleben. Aber wenn ich zum Beispiel das Gefühl hatte, ich müsste jetzt mehr haben als ein Nachbar, ja. Was macht denn den Unterschied zwischen mir und diesen Männern, die da hingehen, einen 11-jährigen Jungen 16 Tage lang in eine Kiste sperren, anketten dort und einfach in einem Wald verbuddeln? Sie werden es vermutlich auf eine Art und Weise sich erwirtschaften, dass es auf legale Art und Weise ist, während diese Männer ohne Gewissen das Kind opfern für ihre Idee und für das, dass sie mehr. Haben die keinen Instinkt gegenüber, einen Schutzinstinkt gegenüber Kindern zum Beispiel? Irgendwie sowas in der Art. Das, glaube ich, fällt in vielen Fällen weg, weil die moralische Instanz ausgeschalten wird. Mhm. Und oftmals wird das auch bagatellisiert. Der wird das schon überleben oder wir behandeln ihn eh so, dass er irgendwie durchkommt. Man lügt sich selbst in den Sack. Man kann da nicht eine moralische Instanz über Wochen, Monate, über Jahre ausschalten, weil das ist ja von sehr, sehr langer Zeit geplant gewesen. Mhm. Wir haben uns Ewigkeiten haben die uns beschattet und verfolgt, uns genauestens überlegt, wie es passiert. Ich meine, bis hin zu einer wirklich nicht unüberlegten Geldübergabe. Ja. Da kann man doch die ganze Zeit nicht moralbefreit sein. Ja, die Frage ist, inwiefern man überhaupt moralisch denkt und handelt oder indem man einfach angepasst lebt und diesen Plan schon lange in sich trägt, ohne dass es wer wahrnimmt. Aber ich möchte noch was zu Ihnen sagen. Sind Sie sich bewusst, dass Sie, das ist einer der seltenen Fälle, die ich gehört habe, dass Sie der Geschichte selbst, das Opfer der Geschichte eine Wende gibt? Das heißt, ein Stückchen Kontrolle übernimmt. Mhm. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass ich ein relativ spezieller Fall bin im eigenen Umgang und sich ganz viele Menschen darüber wundern, dass mir auch niemand dabei geholfen hat. Ich bin ein bisschen mir selbst überlassen gewesen. Mhm. Es gab ein Gespräch mit einem Psychologen kurz nach der Freilassung mit Professor Undeutsch. Ist neulich ein spektakuläres Tumult aufgetaucht, im Übrigen darüber. Mit mir, also 2,5 Stunden. Aber das ist ein einzigartiger Fall. Also ich kenne keinen vergleichbaren, obwohl ich mit anderen Entführungsopfern auch Kontakt habe. Ja. Will jetzt aber auch nicht sagen, dass ich jetzt völlig befreit von allem bin. Also es ist eine Sache, die mich schon beschäftigt. Und heute im Moment mehr denn je, weil ich ja auch angefangen habe, die Sache jetzt ein bisschen aufzuschreiben und mich mal selber tatsächlich intensiver damit auseinanderzusetzen als früher. Ja, aber es spricht für die Widerstandskraft, die Sie schon damals gehabt haben. Offensichtlich war etwas in diesem Jungen, das ihm geholfen hat, das zu überleben. Das muss man dazu sagen, ja. Das, ganz im Ernst, die meisten wundern sich über dieses Interview in dem weißen Bademantel oder Situationen, wie ich einzelne Situationen gehandelt habe. Ich meine, ich bin mit 600 D-Mark nach Hause gekommen, die ich beim Pokern gewonnen habe, in dieser Kiste. Ja? Und jeder denkt sich, wie ist das möglich? Ja? Mhm. Das ist ja ganz schön abgeklärt. Das hat ja dazu geführt, dass auch die Polizei mit mir ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ja, das ist noch ein separates Thema. Da würden wir noch dazu kommen. Sie erlauben, dass ich noch einen Gast zu uns bitte. Auch da, weil da ein sehr außergewöhnlicher Fall zu überleben ist. Nämlich, wenn beide Eltern in etwas verwickelt sind, einer das nicht überlebt. Ich bedanke mich an dieser Stelle aber vorher noch bei dem Anwalt. Ja. Dankeschön, Herr Nitschke, dass Sie uns geholfen haben. Der Platz wird benötigt gleich von Yvonne Holthaus, die hier uns erzählt, was sie in ihrer Familie erlebt hat.
Frau Holthaus, Sie waren im Dezember bei uns. Da haben wir mit Ihnen gesprochen über eine Insolvenz. Sie hatten uns damals schon erzählt, es gibt auch noch dahinter eine Geschichte, nämlich während Sie selber kämpften ums wirtschaftliche Überleben, wurde Ihre Mutter eben Opfer eines solchen Gewaltverbrechens. Das war auch der Grund, weshalb Sie ins Visier gerieten, der Fahnder erstmal. Ja. Weil man dachte, die hat Schulden. Ja, die hat ein Motiv. Die hat ein Motiv. Die hat ein Motiv, die hat Schulden. Die war blöd genug, die Bürgschaften für ihren Ex zu unterschreiben und hat jetzt Schulden. Und man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass da nichts mit großer Erbschaft dahinter stand. Mhm. Aber ein Motiv in erster Linie, ermittlungstechnisch natürlich auf jeden Fall. Haben Sie das denn mitbekommen, dass Sie unter Verdacht standen in diesem Moment? Ja, weil ich vehement nachgefragt habe, warum denn jetzt bei jedem weiteren Verhör, nicht nur bei einem, sondern bei jedem weiteren immer wieder auf meine finanzielle Situation angespielt wurde. Und ob ich mir denn jetzt schon demnächst was kaufen würde und ich, wovon? Bis ich dann hinterfragt habe, darf ich mal fragen, warum meine finanzielle Situation für Sie so von Interesse ist? Ich denke, es geht hier darum, den Mörder meiner Mutter zu finden. Und dann sagte mir ein Beamter der Polizei, naja, soweit können wir Sie informieren, dass wir einen Tipp in die Richtung bekommen haben. Es könnte für Sie ja ein finanzielles Interesse bestehen, diesen Mord zu unterstützen. Und das war krass. Das glaube ich, ja. Sehr krass. Sie haben ja zu dieser Zeit nicht mehr zu Hause gelebt. Eine mittlere Schwester war ebenfalls schon aus dem Haus. Es gab aber noch eine kleine Schwester, eine 8-Jährige. Ihre Eltern wollten sich scheiden lassen. Das war die Situation. Wie war die Beziehung zu Ihren Eltern, also von Ihnen zur Mutter und zum Vater? Denkbar schlecht. Jedenfalls denkbar schlecht zur Mutter. Wir hatten seit einem Jahr vor ihrem Tod keinen Kontakt mehr. Von ihr gewählt, abgebrochen. Und zum Vater so lala, also es herrschte lockerer Kontakt. Aber ich wusste sehr wohl, dass die Scheidung im Raum stand und war so weit informiert, wie es eben einseitig informiert sein kann. Das muss ich ganz klar sagen. Haben die Eltern sich gestritten? Also war das eine schwierige Scheidung? Massivst. Ja. Massivst. Worum ging es? Es ging tatsächlich um die Unterhaltszahlungen, die mein Vater gerne so niedrig wie möglich gedrückt haben wollte. Und um die Sorgerechtsstreitigkeiten für meine kleine Schwester, für die Jüngste. War Ihr Vater denn ein vermögender Mensch? Jein. Er hat es gerne nach außen mehr aussehen lassen, als es dann tatsächlich war. Da stand dann eben der Firmenwagen Benz vor der Tür. Aber das Haus war natürlich verschuldet. Oder ja, wie man das eben nennt. Also er war verschuldet. Er hat noch lange nicht so viel verdient, wie er gerne verdient hätte. Aber dennoch gab es Lebensversicherungen und Festanlagen, die zum Vermögen gezählt wurden. Ferienwohnung, wenn ich mich richtig erinnere, war dabei tatsächlich etwas. Drei Ferienwohnungen an der Ostsee. Ja. Und davon wollte er nichts abgeben in diesem Scheidungsverfahren? Nichts, gar nichts. Das haben Sie schon mitbekommen eigentlich, dass er da so hart darin war? Ja, ich wusste, dass er generell sehr hart in diesen Sachen war. Ich wusste allerdings nicht um Zahlen und ich wusste auch nicht um genaue Streitigkeiten, worum es jetzt ging. Mir war nur klar, er wollte das Sorgerecht haben. Das war das, was ich live mitbekommen habe. Ich wusste auch nichts von dem, was später noch herauskam, dass zum Beispiel auch Gelder verschwunden sind, zur Seite geschafft wurden, nämlich mit Hilfe seiner Schwester, meiner Tante, und um einfach das Vermögen zu drücken. Das heißt, sich auszahlen lassen und dann aber auf das Konto, ein ganz fremdes Konto meiner Tante. Und damit man einfach sagen kann, ja, ich habe aber gar nicht so viel. Ich habe gar nicht, sie muss nicht zahlen. Ja. Wie haben Sie denn erfahren, dass Ihre Mutter getötet wurde? Am Anrufbeantworter. Auf dem Anrufbeantworter hatte mein Vater eine Nachricht hinterlassen. Ganz kurz und knapp. Yvonne, ruf mich an. Mehr nicht. Und dann habe ich zurückgerufen und habe ihn nicht erreicht und habe dann nochmals versucht und habe seine Lebensgefährtin erreicht im Wohnhaus, die mir dann ganz aufgelöst erzählte, setz dich, da ist was passiert mit deiner Mutter. Was, wie? Ja, Messer, Polizei, jemand hat sie umgebracht. Und das war eigentlich, das sind die Wortfetzen, die mir noch im Kopf hängen geblieben sind, weil ab da weiß ich erst mal nichts mehr. Dann war nur noch Blackout irgendwie. Und ich war dann irgendwann auf der Straße mit dem Telefon in der Hand. Also mehr weiß ich dann nicht mehr.
Der Vater lebt in einem Ort sehr, sehr viele hunderte von Kilometern entfernt. Die Mutter, der Vater also mit einer Lebensgefährtin, wie Sie schildern. Wie ist Ihre Mutter denn zu Tode gekommen? Was wissen Sie über diese Tat? Meine Mutter schickte meine kleinste Schwester zur Schule, zu Fuß, das war nicht weit weg, verabschiedete sich, schloss die Tür wieder, die Haustür. Sie wohnte oben im ersten OG, der Vermieter im Erdgeschoss. Die Tür unten hatte sie, weiß ich nicht, geöffnet oder nicht. Auf jeden Fall hat sie die Kleine weggeschickt. Und kurz darauf klingelte es an der Tür. Der Mörder saß auf einem Spielplatz, der gegenüber des Hauses war. Und ich glaube, den hat man im Spiel auch kurz gesehen. Und dort saß der Mörder und hat die Haustür im Blick gehabt, hat gewartet, bis meine kleine Schwester weg war, ist dann hingegangen, hat geklingelt. Meine Mutter muss wohl davon ausgegangen sein, dass es noch mal meine kleine Schwester sei, Turnbeutel vergessen oder ähnliches, und machte die Tür auf. Und dann stach dieser Mensch ohne Kommentar 12-mal direkt auf sie ein, Halsschlagader, Brustbereich, und hat sie dann auch an der Halsschlagader so schwer sofort verletzt, dass sie nur noch schreiend zu Boden gehen konnte. Der Vermieter kam heraus, sagte, was ist denn hier los? Und der Mörder schmiss dann noch das Messer nach ihm und lief dann weg. Einfach weg. Lief wieder, so banal es klingt, zum Bahnhof, stieg in den Zug und fuhr davon. Der Mörder war ja nicht Ihr Vater. Wer war denn dieser Mann? Der Mörder war jemand, der engagiert wurde. Und zwar hat mein Vater den Verlobten meiner Cousine auf einer Grillfeier angesprochen, er möge bitte jemanden finden, der das Problem mit meiner Mutter lösen könnte. Meinte der das ernst? Wirklich? Ich denke anfangs nicht wirklich. Ich denke, es war ein gewisses Überstolpern. Ich glaube auch, dass der Vermittler das erstmal nicht so wirklich annehmen wollte. Mein Vater hat ihn aber emotional unter Druck gesetzt. Dieser Mann, der Verlobte der Cousine, der hatte in der Familie noch nicht richtig Fuß fassen können, wurde von keinem richtig akzeptiert. Der hatte mit Geschichten geprahlt, er hätte Verbindungen zum KGB, zur russischen Mafia. Und da hat mein Vater angesetzt und hat gesagt, hör mal, wenn du hier in die Familie rein willst, dann lass doch mal jetzt ein paar von deinen Verbindungen spielen. Oder ist das nur heiße Luft? Hat ihn ein bisschen provoziert, manipuliert. Und dann hat dieser Mensch wiederum jemanden, den er sehr gut kennt, privat, einen ihm, ich sag mal, Schutzbefohlenen, jemand, der in ihm eine Vaterfigur gesehen hat, darauf angesprochen, ob er nicht jemanden kennt, der das machen würde. Und dann hat derjenige, geistig leicht zurückgeblieben, gesagt, klar, mach ich. Hat aber vorher noch nie jemanden getötet? Nein, war nur bisher wegen kleinerer Delikte aufgefallen. Raubdelikte, Drogendelikte und so weiter. Also er war schon strafrechtlich bekannt, aber er hatte noch nicht eine Sache in diesem Stil gemacht. Ein Anfänger, der viel Geld verlangt hat? Ich kann die Summe wiederholen. Ein Mord heutzutage muss nicht mehr als 1000 Euro kosten. Ihr Vater hat 1000 Euro geboten oder war das die verlangte Summe? Nein, verlangt wurde gar nichts. Mein Vater hat gesagt, finde jemanden für 1000 Euro und hier hast du schon mal 500 vorab zu dem Vermittler. Und dann hat der Vermittler gesagt, boah, ja, das kostet aber heutzutage mehr, da musst du mal das Zehnfache hinlegen. Da hat mein Vater gesagt, mehr hast du nicht, mehr kriegst du nicht. Und dieser junge Mensch wiederum, der Mörder, der hatte Drogenschulden, hat sich einen Mofa für 75 Euro davon gezahlt. Das war alles. 1000 Euro waren für den viel Geld. Wie hat denn er diesen Plan in die Tat dann umgesetzt? Also jemand, der noch nie jemand umgebracht hat, wo fängt er an? Der setzt sich in den Zug, fährt hin, holt ein Messer raus? Jein, er hat die Anweisungen bekommen. Er hat also tatsächlich vom Vermittler genau gesagt bekommen, du steigst hier in den Zug in Dormagen, du fährst bis dorthin, steigst hier in den nächsten Zug. Er hatte eine Fahrplanauskunft. An der er sich orientieren sollte. Du steigst dann dort aus. Er ist mit ihm die Strecke wohl dann auch noch mal abgefahren, hat das abfotografiert. Es ist sehr einfach vom Bahnhof, dann nur geradeaus durch den Ort und dann kommt man dorthin. Das ist wirklich sehr einfach. Und das hat er dann genauso getan. Und dann gehst du nach Hause oder drehst dich rum und gehst in den nächsten Zug. Aber er war ja offensichtlich komplett dilettantisch. Also welcher Mörder wirft die Tatwaffe dem Zeugen, der dazukommt, entgegen? Was hat er mit der Kleidung gemacht? Wie hat man den gefunden? Er hat Der Kleidung hat er sich dann entledigt. Auf dem Weg zum Bahnhof hat er die in ein Waldstück nur reingeschmissen.
und hat in dieser Jacke, in der blutverschmierten Kleidung, war dann auch diese Fahrplanauskunft, anhand derer man dann wiederum ermittlungstechnisch Spuren feststellen konnte, Fingerabdrücke. Und auch dann eben gesehen hat, von wo kommt denn der überhaupt? Der kam nicht aus demselben Raum, sondern er kam 250 Kilometer entfernt. Familiär genau die Herkunftsregion. Ihres Vaters? Ganz genau. Das heißt also, die Beamten haben Blutspuren gefunden, sie haben einen Fingerabdruck gehabt, der genetisch war, sie haben einen Fahrplan gehabt, haben gesehen, da lebt der Vater. Genau. Nee, der Vater, nein. Ihr Vater? Mein Vater hat von meiner Mutter um die Ecke nur gewohnt. Ah. Ja, das waren nur anderthalb Straßen entfernt. Wie sind die dann von diesem Menschen auf ihren Vater gekommen, die Ermittler? Weil wir gebürtig alle aus dem Dormagen-Neusser Raum kommen. Aha. Und dort sitzt auch noch die gesamte Familie oder saß zu diesem Zeitpunkt die gesamte Familie. Und es war klar, dass in einem Kasseler Vorort, 250 Kilometer entfernt, warum sollte jemand von dort dahin kommen? Es muss eine familiäre Verbindung bestehen. Und anhand der Spuren konnte man dann, weil er ja schon strafrechtlich aufgefallen war, ihn zuordnen und hat dann ihn sofort gecasht. Und der hat gleich gesagt, ich bin beauftragt worden von... Aber der hat selbst einen Auftrag bekommen vom Herrn XY, den ich aber selbst nie gesehen habe. Das heißt, der gedungene Mörder hat im Prinzip alles erzählt. Richtig. Und die Polizei ist dann zu ihrem Vater gegangen und hat ihn verhaftet. Ja. Haben Sie an die Unschuld Ihres Vaters geglaubt, als Sie gehört haben, der ist verhaftet worden mit dem Vorwurf, er habe Ihre Mutter töten lassen? Als ich das gehört habe, dass Sie verhaftet sind, also der Vermittler, mein Vater und eben der Mörder, da habe ich erst gedacht, da muss irgendwas ganz, ganz bitterbös schiefgelaufen sein. Ich wusste ja aber nun, ich hatte auch ein Motiv und stand auch unter Verdacht. Und dann habe ich gedacht, irgendwas läuft hier gerade verkehrt. Dann sind mir aber nähere Sachen von der Polizei mitgeteilt worden. Ein paar Informationen, die doch schon sehr schlüssig klangen. Mhm. Ich habe aber mir relativ schnell selbst zur Auflage gemacht, das, was das Gericht ermittelt, was die Polizei ermittelt, ist für mich maßgeblich. Mhm. Sie hängen sonst in der Luft, sonst kommen sie nie aus dem, und wenn das doch nicht war, Status raus. Haben Sie ihm das denn zugetraut? Weil wir gerade vorhin von normalen, unbescholtenen Menschen gesprochen haben, die plötzlich etwas tun. Haben Sie das wirklich Ihrem Vater zugetraut, eine solche Sache? Was würden Sie sich selbst zutrauen? Der Punkt ist ja, wo fängt man an, jemandem etwas zuzutrauen und wo nicht? Ganz ehrlich, zu was wäre ich imstande, ich bin Mutter, wenn jemand meinem Kind etwas tut? Ja. Sie können jemandem nur vor den Kopf schauen. Ganz wichtig. Und das habe ich genau in dem Moment gemerkt. Erstens, ich habe immer nur eine Seite der Scheidung gehört. Mhm. Nie die meiner Mutter, weil wir schon keinen Kontakt mehr hatten. Mhm. Zweite Sache, was und wie sehr wurde er in etwas reingetrieben? Wie auswegslos muss seine Situation gewesen sein? Und in dem Moment war mir dann auch klar, hör dir an, was die Ermittler sagen. Und für mich war von Anfang an klar, dass was im Urteilsspruch, in der Urteilsbegründung verkündet wird, höre ich mir an und mache mir daran mein Bild. Aber Ihr Vater hat ja erst einmal geleugnet und auf Freispruch plädiert. Ja. Das erste Verfahren ist mit 12, 14 Jahren Indizienprozess ausgegangen. Ganz genau. Es gab eine Revision. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, nein, das ist er, es ist Mord. Ja. Die Staatsanwaltschaft ist durchgekommen und dann gab es ein Geständnis. Ihr Vater hat es gestanden. Richtig. Ja. War das für Sie eine Erleichterung zu wissen, er macht das jetzt oder war es schlimmer? Frau Maischberger, schön wäre es gewesen, denn er hat in dem Moment, in dem er mit der Staatsanwaltschaft den Deal mit dem Geständnis ausgemacht hat, hat er mir parallel dazu über die Anwälte ausrichten lassen, das ist alles nur taktisch, glaub nichts, was du da hörst. Das heißt, er hat auch hier wieder manipulativ eingegriffen, um sofort sagen zu können, ich steuere hier alles. Narzissmus pur. Mhm. Vielleicht kann das die Frau Psychologin noch genauer erläutern, aber ich sage, das ist wirklich die Grenze zum Größenwahn. Mir kann niemand etwas. Mhm. Und da war für mich endgültig aus, wo ich gesagt habe, nein, ich gestehe keinen Mord, wenn ich ihn nicht begangen habe. Nicht zu diesen Konditionen, nicht zu irgendetwas. Das ist für mich, in dem Moment war es dann komplett rum. Das heißt also, Sie glauben nicht dem, was er Ihnen geschrieben hat. Sie glauben, dass das tatsächlich sich so genau abgespielt hat, wie Sie es uns jetzt gerade geschildert haben, wie der Stand der Ermittlungen ist. Absolut. Und das erste Geständnis es ja auch dann darlegt. Ja.
Ja. Der hat bekommen, lebenslang, aber ohne Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das heißt, er könnte, ich glaube, in 2 Jahren Freigang beantragen. Ob er ihn bekommt, ist was anderes. Haben Sie Kontakt abgebrochen, in dem Sinne, dass Sie sagen, den will ich in meinem Leben nie wiedersehen? Sie haben beide Eltern eigentlich auf einmal dann verloren? Ich habe den Kontakt abgebrochen, das stimmt. Aber auch schon während der Verhandlungszeit. Habe trotzdem aber noch einmal diesen Impuls zu ihm oder ihm das Angebot zu machen. Eine Aussprache noch, in der du mir 1:1 in die Augen sagen kannst, wie es gewesen ist. Mhm. Und zwar die Wahrheit. Für seinen Seelenfrieden, meinen Frieden habe ich gemacht, aber ihm noch einmal anzubieten. Ein letztes Mal, keine neue Kontaktaufnahme, kein... Wir werden keine Freunde mehr. Aber um ganz klar zu sagen, jetzt ein letztes Mal, ich habe die Zügel in der Hand, entweder spielst du mit oder du lässt es. Eine neue Chance wird es nicht mehr geben. Ich muss Herrn Pütter erst fragen, bevor wir auf die psychologische, psychiatrische Seite kommen. Herr Pütter, die Familie wird erst einmal verdächtigt, wenn ein Mord passiert. Das ist ganz normal. Ja, also zunächst einmal ist es so, dass 80-90% aller Tötungsdelikte im Umkreis einer Familie begangen werden. Oder zumindest gab es eine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Ja. Natürlich für uns auch der erste Ansatzpunkt, wenn wir unsere Ermittlung aufnehmen. Die Grundsatzfrage, die wir uns stellen, ist, warum wurde denn dieser Mensch umgebracht? Ja. Und da kommen wir dann leichter eher zu dem Motiv Habgier. Und wenn dieses Motiv erst einmal im Raum steht, dann ist es klar, dann grenzen wir den Täterkreis ein. Und dann kommen im Rahmen der Familie auch nur ganz wenige in Betracht, vielleicht nur eine Person. Haben Sie denn da Spezialisten, die dann diese finanziellen Aspekte eben so abklopfen, wie bei Frau Holthaus, dass dann jemand kommt und guckt, was hat die denn für Schulden und so? Ja, wir haben also sogenannte Finanzermittler, die prüfen dann, wie sind denn die Verhältnisse von Täter, wenn wir einen haben, oder Opfer. Und dann kann man auch sehen, ob denn Schulden da sind, ob ein Vermögen vorhanden war. Das kriegen die Finanzermittler raus. Hier einerseits ist ein Auftragsmord, da ist auch einer passiert, 1000 Euro, können Sie das bitte für Menschen wie mich in Relation setzen? Ich habe immer gedacht, wenn man einen Menschen umbringt, dann doch müsste man sehr, sehr viel Geld dafür bekommen. Ja, das denkt eigentlich jeder. Für mich ist das auch nach wie vor unbegreiflich, dass für so wenig Geld in Anführungszeichen ein Menschenleben geopfert wird. Aber ich habe es erlebt, dass es auch noch für weniger gemacht worden ist, sondern auch teilweise aus anderen Motiven, dass Menschen getötet werden, einfach nur um zu sehen, wie das ist, dass ein Mensch stirbt. Das ist auch schon mal ein Mordmerkmal, was wir im Strafgesetzbuch finden, nämlich Mordlust. Und das ist für mich noch unbegreiflicher, aber selbst das, dass ein Täter 1000 Euro nur verlangt, das ist einfach unfassbar. Das heißt also, das, was die Juristen sagen, das rücksichtslose Streben nach Gewinn um jeden Preis, die Höhe des Gewinns ist da nicht entscheidend? Nein. Einfach nur, dass man Geld zu erwarten hat. Und dieses Geld, ja, das möchte man gerne haben, um dann vielleicht ein etwas besseres Leben zu führen. Nur mit 1000 Euro ist das so gut wie unmöglich. Also muss etwas anderes dahinter stecken. Vielleicht der Vernichtungswille, den ein Täter hat. Mhm. Oder aber ja, vielleicht noch eine ganz andere Motivation. Das, was an diesem Fall noch mal so unglaublich auffällig ist, einerseits ist da eine unglaubliche Kaltblütigkeit. Und das würde ich Sie gerne beide fragen. Da geht also ein junger Mensch dahin, sticht brutalst auf eine Frau ein und danach ist es der pure Dilettantismus, das Messer wird weggeworfen, der Fahrplan ist noch da, also der ist einfach, das ist so, als ob jemand eine Schnitzeljagd macht und sagt, ich war's. Wie geht das zusammen, dass man einerseits so kaltblütig ist und andererseits so unfähig, nenne ich es jetzt mal? Ja, ich denke mal, dass Skrupellosigkeit da ein ganz wesentlicher Faktor ist. Und es gibt Menschen, die haben überhaupt keine Skrupel. Und die sind eher bereit, etwas zu tun, was ein Normalbürger nie machen könnte. Hängt das auch mit der Intelligenz zusammen? Ich weiß, bei Ihnen, in Ihrem Fall war es so, dass man gesagt hat, alle Beteiligten haben, das steht auch so in der Akte, im Gerichtsurteil, einen niedrigen IQ. Ist das so, dass Frau Rosmanit, kann man tatsächlich nicht klassisch sagen? Ich würde meinen, hier ist auch herrscht auch eine Abhängigkeit oder hat eine Abhängigkeit geherrscht. Ich frage mich, von wem war dieser junge Mann abhängig? Von seinem Auftraggeber, also von seinem Vermittler. Ja. Zum Vater würde ich sagen, ist ein Machtmensch. Der kann nicht verlieren. Wenn eine Frau ihn verlässt, verliert man gewissermaßen vor sich selbst. Und aus den Augen, aus den Sinnen, hier wird nicht mehr gezahlt für etwas, was gar nicht mehr zu seinem Besitz gehört. Wird alles in Kauf genommen. Die Schuld wird nach meiner Erfahrung hier meist nicht übernommen, sondern man bleibt bei seinem ehemaligen Geständnis oder Nichtgeständnis und wascht sich in Unschuld. Schuld sind die anderen.
das ganze Desorganisierte des letztlich Ausführenden spricht einfach dafür, dass der spontan etwas ausführt, was man ihm klitzeklein vorschreibt. Man könnte ja fast sagen, es ist ja fast schon hypnotisch manipulativ vorgegeben. Mhm. Und wenn es vorbei ist, lasst er alles fallen. Ich habe noch sehr viele Fragen. Eine würde ich aber gerne noch stellen. Dass Habgier ein Straftatbestand ist, der aus einer Tötung einen Mord macht, ist das eigentlich richtig? Ist das eben so eine niedere Instinktsache, dass man sagt, genau das ist ein Unterschied und wenn das vorliegt, dann ist das wirklich anders zu bewerten? Ja, finden Sie das richtig? Ja, wir klassifizieren eben den Unterschied zwischen Totschlag und Mord und beim Mord sind eben entsprechende Motive erforderlich. Warum ist Habgier dabei so wichtig? Bitte? Warum ist Habgier eines davon? Weil es so ein niedriger Instinkt ist, obwohl wir es alle in uns tragen? Ich kann nur sagen, ich bin keine Juristin. Bei uns in Österreich genügt es, dass der Tod in Kauf genommen wird, um es als Mord zu qualifizieren. Bei uns ist es eben mit mehreren Merkmalen. Habgier ist die eine. Sie sagen trotzdem, es schlummert in uns allen. Mhm. Würden Sie denn sagen, Frau Holter sagte gerade, also ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Glauben Sie tatsächlich, jeder Mensch wäre am Ende dazu fähig? Die Frage ist, ob er es ausführt oder was er ausführt davon, nicht? Es gibt ja auch gewissermaßen die Destruktivität gegen sich selbst. Es gibt in anderer Weise den Machtmissbrauch, den emotionalen, verbalen Missbrauch, um andere zu schädigen. Das muss nicht unbedingt körperlich sein. Mhm. Menschen haben also ganz perfide Möglichkeiten, die Destruktivität umzusetzen. Ich würde Ihnen gerne noch eine Stunde zuhören, kann ich es aber nicht, weil diese Sendezeit schon zu Ende ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Herzlichen Dank, dass Sie das mit in die Sendung getragen haben, was das Leben eben auch ist, auch wenn es nicht angenehm ist. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Kommen. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir gehen jetzt in eine sehr lange Sommerpause. Am 18. August sind wir wieder für Sie da. Jetzt ist das Nachtmagazin hier.